Willkommen zu unserer spannenden Entdeckungsreise. Ich bin mir sicher, dass Sie alle die bevölkerungsreichsten Länder der Welt kennen. Aber wissen Sie auch, welche die bevölkerungsreichste Stadt ist, in der es scheinbar keinen freien Platz gibt? Da die Weltbevölkerung weiter wächst, sind einige Städte extrem überfüllt. Und Millionen von Menschen leben auf engstem Raum. Von den hoch aufragenden Wolkenkratzern Hongkongs bis hin zur futuristischen Stadt China kann all dies zu Klaustrophobie führen. Insbesondere bei Menschen, die bereits unter Klaustrophobie leiden. Begleiten Sie uns heute auf dieser Reise und erkunden Sie mit uns die 20 bevölkerungsreichsten Orte der Welt. Nummer 1. Hongkong. Vertikales Leben in einem pulsierenden Zentrum. Das Leben in Hongkong ist arbeitsintensiv. Die Region gehört zu den am dichtesten besiedelten der Welt und ist seit langem für ihre beengten Wohnviertel und hektischen Straßen bekannt. Doch die Bevölkerung wächst trotz der niedrigen Geburtenrate von 0,7 Kindern pro Frau in der Region stetig an. Etwa 25% der 1068 Quadratkilometer Hongkongs bestehen aus bebauten Gebieten. In diesen städtischen Gebieten leben fast 7 Millionen Menschen in dicht besiedelten Hochhäusern. Tatsächlich hat die Metropole mehr Wolkenkratzer als jede andere Stadt der Welt. Die Einwohner Hongkongs haben eine der höchsten Lebenserwartungen der Welt. Trotz der hohen Bevölkerungszahl. Hongkong ist ein lebendiges Kultur- und Finanzzentrum mit einem effizienten öffentlichen Nahverkehrssystem. Die Stadt hat auch in der Filmgeschichte eine bedeutende Rolle gespielt. Das Leben in einem dicht besiedelten Gebiet hat also Nachteile. Aber Hongkong hat auch gewisse Vorteile. Die Stadt scheint ein begehrter Ort zum Leben und Arbeiten zu sein und verfügt über eine gute Infrastruktur und Stadtplanung, die alle zu ihrem anhaltenden Erfolg beitragen. Die Widerstandsfähigkeit und zukunftsorientierte Einstellung Hongkongs zum städtischen Leben zeigt sich in seiner Fähigkeit, innovativ zu sein und sich an die demografischen Herausforderungen anzupassen. Die einzigartige Kombination aus wirtschaftlichem Potenzial, kultureller Vielfalt und hohem Lebensstandard hebt sie von anderen Städten der Welt ab. Nummer 2. Guangzhou. Eine Stadt des Wachstums und Potenzials. Und nun haben wir ein etwas unerwartetes Angebot. Guangzhou hat im Vergleich zu anderen Orten keine besonders hohe Bevölkerungsdichte. Aber das Potenzial, in Zukunft eine superdicht besiedelte Stadt zu werden. Derzeit leben in Guangzhou etwa 2000 Menschen pro Quadratkilometer. Die Stadt hat derzeit eine Gesamtfläche von 7,4 Quadratkilometern, sodass die Bevölkerung weiter wachsen und sich auf engem Raum drängen kann, wie wir es anderswo gesehen haben, falls dies erforderlich wird. Die Stadt liegt etwa 120 Kilometer nördlich von Hongkong und hat eine lange und interessante Geschichte. Sie war ein wichtiger Halt auf der Seidenstraße und diente lange Zeit als bedeutender Hafen- und Verkehrsknotenpunkt. Sie ist bekannt für ihre vielen bedeutenden Sehenswürdigkeiten, zu denen mehrere wichtige Tempel und Gebäude gehören, und ist auch ein riesiges Bildungszentrum, in dem viele der wichtigsten und renommiertesten Universitäten Chinas untergebracht sind. Mit seiner strategischen Lage, seiner historischen Bedeutung und seiner kontinuierlichen Entwicklung ist Guangzhou bereit, sein Wachstum fortzusetzen und eine noch bedeutendere Rolle auf der globalen Bühne zu spielen. Die Mischung aus alter Kultur und moderner Innovation macht die Stadt zu einem faszinierenden Ort mit enormem Zukunftspotenzial. Nummer 3. Kathmandu, das historische Herz Nepals. Kathmandu ist die Hauptstadt Nepals in Südasien. Sie ist die bevölkerungsreichste Stadt des Landes und liegt im Kathmandu-Tal auf etwa 1402 Metern über dem Meeresspiegel. Interessanterweise ist Kathmandu einer der ältesten kontinuierlich bewohnten Orte der Erde. Die Stadt wurde im 2. Jahrhundert gegründet und diente im Laufe der Jahrhunderte als Heimat der nepalesischen Königsfamilie. Zahlreiche Paläste und Villen zeugen von ihrer reichen Geschichte. Und die Stadt ist nach wie vor das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum Nepals. Es ist auch das größte Ballungsgebiet im Himalaya-Gebirge. Die historische Bedeutung von Kathmandu wird durch die vielen UNESCO-Welterbestätten unterstrichen. Im Kathmandu-Tal selbst befinden sich 7 solcher Stätten, darunter der berühmte Swayambhunath-Stupa, auch als Affentempel bekannt, und die alten Durbar-Plätze in Kathmandu, Patan und Bhaktapur. Diese Sehenswürdigkeiten ziehen Touristen aus aller Welt an und kurbeln die lokale Wirtschaft erheblich an. Die Mischung aus alten Traditionen und modernen Entwicklungen in der Stadt schafft eine einzigartige Atmosphäre, die Besucher und neue Einwohner gleichermaßen anzieht.
Die Erhaltung dieser kulturellen Wahrzeichen inmitten der rasanten Urbanisierung ist ein Beweis für das Engagement Kathmandus, sein Erbe zu bewahren. Number 4. Kibera. Nairobis Kampf mit den Slum-Bedingungen. Kibera ist ein Stadtteil von Nairobi in Kenia. Es ist nicht nur ein Slum-Viertel, sondern gilt als der größte Slum Afrikas und als einer der größten der Welt. Kibera ist die Heimat von etwa 250.000 Menschen und steht für die harte Realität vieler Einwohner Nairobis. Obwohl die Slums nur 6% der Fläche Nairobis ausmachen, leben dort über 2,5 Millionen Menschen. Die überfüllten Bedingungen in Kibera sind katastrophal. In Hütten, die etwa 3,6 Meter mal 3,6 Meter groß sind, leben oft bis zu 8 Menschen. Viele dieser Bewohner schlafen aus Platzmangel auf dem Boden. Nur etwa 20% der Bevölkerung Kiberas haben Strom. Und der Zugang zu sauberem Wasser wurde kürzlich verbessert. Zuvor waren die Bewohner auf Wasser aus dem Nairobi-Staudamm angewiesen, das mit Typhus und Cholera verseucht war. Jetzt sorgen zwei neue Wasserleitungen für die dringend benötigte Grundversorgung. Die sanitären Einrichtungen sind nach wie vor ein großes Problem, da eine Toilette, im Grunde ein Loch im Boden, für etwa 50 Hütten ausreicht. Das Leben in Kibera ist ein täglicher Kampf ums Überleben, was den dringenden Bedarf an umfassender Entwicklung und Unterstützung zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Bewohner verdeutlicht. Nummer 5. Vijayawada, eine dynamische Stadt in Andhra Pradesh. Wir erkunden nun Vijayawada, eine geschäftige Stadt im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh. Vijayawada ist für seine lebendige Kultur und bedeutenden Bildungseinrichtungen bekannt und eine Metropole voller Aktivitäten. Die Bevölkerungsdichte der Stadt ist mit etwa 3.200 Einwohnern pro Quadratkilometer recht hoch. Trotz dieser beengten Verhältnisse gedeiht Vijayawada und zieht Touristen und neue Einwohner gleichermaßen an. Die Beliebtheit der Stadt ist auf ihren kulturellen Reichtum und ihre strategische wirtschaftliche Bedeutung zurückzuführen. Vijayawada gilt als globale Stadt der Zukunft und spielt eine entscheidende Rolle für das finanzielle Wachstum der Region und des Landes. Touristen strömen in die Stadt, um die berühmten Tempel zu besichtigen und am indischen Pushkaram-Fest teilzunehmen, einem Ritual zur Verehrung des Flusses. Diese kulturelle Bedeutung in Kombination mit dem wirtschaftlichen Potenzial macht Vijayawada zu einem dynamischen und attraktiven Ort zum Leben und Besuchen. Die fortlaufende Entwicklung und die strategischen Initiativen der Stadt stärken weiterhin ihren Status als wichtiger Akteur für das Wachstum Indiens. Nummer 7. Laval-Loire-Parry, die am dichtesten besiedelte Stadt Europas. Die wirklich eher winzige Stadt Laval-Loire-Paris liegt nur 6,4 Kilometer von Paris entfernt. In vielerlei Hinsicht ist sie also im Grunde immer noch ein Teil des weitläufigen und ausgedehnten Gebiets von einer Meile. Und doch leben auf diesem Raum etwa 1 Milliarde Menschen. Nun, eigentlich sind es 68 bis 458 pro Quadratmeile. Es wird angenommen, dass es der am dichtesten besiedelte Ort in ganz Europa ist. Diese Stadt ist nicht nur dafür bekannt, dass sie sehr viele Menschen auf engstem Raum beherbergt, sondern auch dafür, dass hier die Taxis aus Paris abgestellt werden, wenn sie sich nicht innerhalb der Stadtgrenzen befinden. Sie ist auch dafür bekannt, ein Zentrum der Parfümindustrie zu sein und eine lange Tradition in der Bienenzucht zu haben. Die Stadt hat eine Biene als modernes Wahrzeichen. Aber wo zum Teufel halten sie die Bienen und haben Platz? Um viele Taxis zu parken oder tatsächlich Parfüm mit all diesen Menschen herzustellen? Wer könnte das schon sagen? Die Geschichte von Laval-Loire-Paris ist eng mit der industriellen und wirtschaftlichen Entwicklung des Großraums Paris verbunden. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert erlebte die Stadt aufgrund ihrer Nähe zu Paris und ihrer strategischen Lage an wichtigen Verkehrswegen ein rasantes Wachstum. Dieses Wachstum wurde durch die Ansiedlung verschiedener Industrien angekurbelt, darunter die Textil- und Fertigungsindustrie und später die Parfümindustrie, die nach wie vor eine bedeutende wirtschaftliche Aktivität in der Stadt darstellt. Auch die Tradition der Bienenzucht hat historische Wurzeln, wobei die städtische Bienenzucht als Mittel zur Förderung von Nachhaltigkeit und Biodiversität in dicht besiedelten Gebieten immer beliebter wird. Nummer 8. Karachi. Die Stadt des Lichts in Pakistan. Karachi ist die größte und bevölkerungsreichste Stadt Pakistans und ein bedeutender Ort, an dem viele Menschen leben und arbeiten. Tatsächlich sind es etwa 16,8 Millionen. Diese Bevölkerung ist in den letzten Jahrzehnten rasant gewachsen.
und mit diesem schnellen Wachstum geht tendenziell eine Ausweitung von minderwertigen Unterkünften einher, um die wachsende Bevölkerung unterzubringen. In Karachi bedeutet dies, dass etwa 50% der Stadtbevölkerung in Slums lebt. Nicht ideal. Die Bevölkerungsdichte beträgt derzeit etwa 24.000 Menschen pro Quadratkilometer oder 63.000 Menschen pro Quadratmeile. Karachi ist die größte Stadt Pakistans, obwohl sie nicht die Hauptstadt ist. Diese Ehre gebührt Islamabad. Die historische Bedeutung Karachis geht über seine Rolle als bedeutendes städtisches Zentrum hinaus. Die Stadt ist seit der Antike ein wichtiger Handels- und Wirtschaftsstandort und dient als wichtiger Hafen am Arabischen Meer. Ihre strategische Lage hat sie zu einem Schmelztiegel der Kulturen gemacht, in dem sich Einflüsse aus verschiedenen Regionen zu einer einzigartigen und vielfältigen Kulturlandschaft vermischen. Karachis lebendige Märkte, wie der berühmte Empress Market, und seine reichen kulinarischen Traditionen spiegeln diese kulturelle Verschmelzung wider und bieten einen Einblick in das dynamische Erbe der Stadt. Nummer 9. Kolkata, eine Stadt der Gegensätze. Kolkata, das früher unter dem englischen Namen Calcutta bekannt war, ist eine Großstadt in Westbengalen, Indien. Die Stadt selbst hat eine Bevölkerung von schätzungsweise 4,6 Millionen. Aber wenn man die Vororte mit einbezieht, steigt die Bevölkerung auf mehr als 14,3 Millionen, was sie zur drittgrößten Metropolregion Indiens macht. Nach der Übergabe an Indien durch das britische Empire erlebte Kolkata eine Zeit wirtschaftlicher Schwierigkeiten und politischer Gewalt, bevor es sich wieder erholte und seine Bedeutung zurückerlangte. Es gibt eine Menge interessanter Dinge über die Stadt zu berichten. Sie ist die Heimat der ostindischen Filmindustrie und einer Reihe verschiedener kulturell bedeutender Orte, von der Nationalbibliothek Indiens bis zur Akademie der Bildenden Künste. Außerdem sind in der Stadt viele wissenschaftliche Einrichtungen ansässig. Kalkutta ist für sein reiches literarisches und intellektuelles Erbe bekannt. Die Stadt hat zahlreiche gefeierte Schriftsteller, Dichter und Philosophen hervorgebracht, die einen bedeutenden Beitrag zur indischen und globalen Literatur und zum Denken geleistet haben. Die jährliche Buchmesse von Kalkutta, eine der größten der Welt, zieht Millionen von Besuchern an und zeigt die tief verwurzelte Leidenschaft der Stadt für Bücher und Bildung. Darüber hinaus ist Kalkutta für seine lebendigen Festivals bekannt, darunter Durga Puja, das die Stadt in ein lebhaftes und farbenfrohes Fest verwandelt und Touristen und Einheimische gleichermaßen mit seinen künstlerischen Darbietungen und kulturellen Darbietungen anzieht. Nummer 10. Gutenberg, New Jersey, die am dichtesten besiedelte Stadt Amerikas. Washington, D.C., mag zwar in mancher Hinsicht dicht besiedelt sein, doch die Auszeichnung als bevölkerungsreichster Ort der Vereinigten Staaten von Amerika geht an die Kleinstadt Gutenberg in New Jersey. Die Gemeinde Gutenberg ist nur ein winziges Stück Land im Hudson County, New Jersey. Aber etwa 11.700 Menschen sind auf einer Fläche von nur etwa 2,6 Quadratkilometern zusammengepfercht. Diese erstaunliche Dichte wirft die Frage auf, warum diese kleine Stadt so dicht besiedelt ist. Die Bevölkerungsdichte von Gutenberg lässt sich auf die einzigartige Wohnsituation und geografische Faktoren zurückführen. Ein erheblicher Teil der Bevölkerung lebt in einigen wenigen großen Wohnkomplexen, wodurch mehr Menschen auf einer kleineren Fläche leben können. Außerdem macht die Nähe zu New York City Gutenberg zu einem attraktiven Wohnort für Pendler, die in der Stadt arbeiten, aber den etwas ruhigeren Lebensstil in einem Vorort bevorzugen. Die Verfügbarkeit von erschwinglichem Wohnraum im Vergleich zu New York City trägt ebenfalls zur hohen Bevölkerungsdichte bei. Besondere Entdeckung: Cityscape, ein verstecktes Juwel, von dem nicht viele gehört haben, trägt den Titel des am dichtesten besiedelten Ortes der Erde. Diese Stadt liegt in einem abgelegenen Tal und ist ein Labyrinth aus hoch aufragenden, dicht an dicht stehenden Wohnhäusern. Die schiere Anzahl der hier lebenden Menschen ist erstaunlich, da jeder Quadratzentimeter genutzt wird, um die Massen unterzubringen. Von oben betrachtet erscheint es wie ein endloses Meer aus Balkonen, Wäscheleinen und engen Gassen. Trotz der Enge ist Cityscape eine lebendige und geschäftige Gemeinschaft. Die Bewohner haben sich an die beengten Wohnverhältnisse angepasst und eine einzigartige Kultur der Zusammenarbeit und der gemeinsamen Nutzung von Räumen geschaffen. Märkte erstrecken sich auf die Straßen. Und jedes verfügbare Dach wird in einen Garten oder einen Erholungsbereich verwandelt. Die Infrastruktur der Stadt hat Mühe, mit der Bevölkerung Schritt zu halten,
was zu innovativen Lösungen wie vertikalen Farmen und gemeinsam genutzten Versorgungsanlagen führt. Interessanterweise ist Cityscape für sein effizientes öffentliches Verkehrssystem bekannt. Züge und Busse fahren ununterbrochen und bringen die Menschen zur Arbeit, zur Schule und zu anderen Aktivitäten. Trotz der Überbevölkerung ist das Gemeinschaftsgefühl stark. Und Nachbarn helfen sich oft gegenseitig in Notzeiten. Könnten Sie an einem so dicht besiedelten Ort leben? Was könnte Ihrer Meinung nach getan werden, um die Lebensbedingungen in Cityscape zu verbessern? Teilen Sie uns Ihre Meinung im Kommentarbereich unten mit. Nummer 11. Hudson River, New Jersey. Eine himmelhohe Bevölkerung. Es scheint, dass ein Fünftel der Stadtbevölkerung in einem großen Apartmentkomplex lebt, der sich in drei Wolkenkratzern namens Galaxy Towers befindet, die den Hudson River überblicken. Dieser Ort ist für den starken Anstieg der Bevölkerungszahlen seit dem Bau der Türme verantwortlich. Tatsächlich würde die Fläche, die jeder Person zugewiesen würde, wenn sie jeweils ein gleich großes Stück Land hätte, der Fläche einer kleinen Einzimmerwohnung pro Einwohner in der gesamten Gemeinde entsprechen. Der Bau der Galaxy Towers in den 1970er Jahren war Teil einer Stadtentwicklungsinitiative, die darauf abzielte, modern, hochverdichtete Wohnlösungen für die wachsende Bevölkerung bereitzustellen. Diese Türme bieten nicht nur einen atemberaubenden Blick auf den Hudson River und die Skyline von Manhattan, sondern verfügen auch über zahlreiche Annehmlichkeiten wie Schwimmbäder, Fitnesscenter und Einzelhandelsgeschäfte. Dies macht die Türme für die Bewohner sehr attraktiv und trägt zu ihrer hohen Belegungsrate bei. Nummer 12. Dhaka, Bangladesch. Ein überfülltes Wirtschaftszentrum. Als nächstes haben wir einen weiteren Anwärter auf den vollsten Ort der Welt. Diesmal sind wir in Bangladesch, im Zentrum von Dhaka, dem Wirtschaftszentrum des Landes und Heimat von etwa 1 Milliarde Menschen. Die Berechnungen sind abgeschlossen. Und anscheinend leben in Dhaka etwa 47.000 Menschen pro Quadratkilometer. Das klingt ziemlich gemütlich. Diese riesige Stadt ist für das ganze Land von enormer Bedeutung und erwirtschaftet mehr als ein Fünftel des Bruttoinlandsprodukts von Bangladesch. Hier findet man fast die Hälfte aller Arbeitsplätze im Land. Doch obwohl es für viele Menschen offensichtlich notwendig ist, an diesem Ort zu leben, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, gilt sie immer noch als eine der 5 Städte mit der schlechtesten Lebensqualität weltweit, was wohl kaum als Ritterschlag zu werten ist. Das Problem ist, dass eine enorme Überbevölkerung auch eine massive Belastung für die Infrastruktur eines Ortes darstellt, ebenso wie all der zusätzliche Müll, der entsteht, wenn man eine große Anzahl von Menschen auf engem Raum zusammenpfercht. Es gibt eine Menge grober Umweltverschmutzung, einen wahnsinnigen Lärmpegel, einen unerträglichen Verkehr und viele ungeplante Unterkünfte, die aus purer Notwendigkeit entstehen. Die Menschen brauchen zwar Unterkünfte, aber diese planlose Urbanisierung kann gefährlich sein, wo es an sicheren Unterkünften und einer guten Infrastruktur mangelt. Nehmen auch die Probleme zu. Und bei einer durchschnittlichen Fahrgeschwindigkeit von 7 Stundenkilometern kommt niemand schnell voran. Die Herausforderungen Dhakas unterstreichen die Notwendigkeit einer umfassenden Stadtplanung und einer nachhaltigen Entwicklung, um die Lebensqualität der Einwohner zu verbessern. Nummer 13. Saint-Joseph-Tenu, die überfüllte Gemeinde Belgiens. Belgien ist weder das größte Land noch das bevölkerungsreichste auf der Erde. Aber es hat eine erbärmliche, eher eine Menge Menschen, die sich auf einer unzumutbar kleinen Fläche zusammendrängen. Dies ist Saint-Joseph-Tenu, eine Gemeinde in der Brüsseler Hauptstadtregion Belgiens. Die Nähe zur belgischen Hauptstadt Brüssel macht diesen Ort in der Tat sehr bevölkerungsreich. Obwohl die durchschnittliche Bevölkerungsdichte in Belgien bei 377 Einwohnern pro Quadratkilometer liegt, übertrifft dieser Ort diese Zahl um ein Vielfaches. Die Bevölkerungsdichte dieser Gemeinde beträgt 23.234 Einwohner pro Quadratkilometer. Viele der Menschen, die in diesem Ort leben, sind nach Belgien ausgewandert, um in der Hauptstadt zu arbeiten. Das ist sicher aufregend. Aber wir sind hier in Belgien. Und Sie wissen ja, wie das sein kann. Die hohe Bevölkerungsdichte von Saint-Joseph-Tenu ist auf die Lage der Gemeinde im Großraum Brüssel zurückzuführen, einem wichtigen Zentrum für europäische Politik, Wirtschaft und Kultur. Die Gemeinde zieht eine vielfältige Bevölkerung an, darunter Expatriates, internationale Arbeitnehmer und Studenten, die alle zu ihrer lebendigen, multikulturellen Atmosphäre beitragen. Die Verfügbarkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln,
Bildungseinrichtungen und Beschäftigungsmöglichkeiten machen sie trotz der beengten Verhältnisse zu einem begehrten Wohnort. Nummer 14. Malabon. Überfüllt mit Leben und Herausforderungen. Hier sind wir wieder auf den Philippinen, eigentlich gar nicht weit von dem Ort entfernt, an dem wir gerade noch waren. Dies ist Malabon, eine ausgesprochen urbanisierte Stadt, die nördlich der Stadt Manila liegt. Sie wissen schon, wo wir eine wirklich dichte Bevölkerung gesehen haben, die wie Sardinen zusammengepfercht war? Wie auch immer, dieser Ort scheint eine Art Ausweichparkplatz für die überschüssige Bevölkerung zu sein, die aus der Hauptstadt abwandert. Es ist ein Ort, an dem hauptsächlich gewohnt und gearbeitet wird und der von einer riesigen Menschenmenge bevölkert wird. Die Gesamtfläche beträgt 15,96 Quadratkilometer und die Einwohnerzahl liegt laut der Volkszählung von 2020 bei 380.522. Die Geschichte und Kultur von Malabon machen die beengten Verhältnisse noch komplexer. Malabon ist für sein reiches Erbe bekannt und beherbergt mehrere historische Sehenswürdigkeiten, traditionelle Feste und einzigartige kulinarische Spezialitäten. Die Einwohner der Stadt sind stolz auf ihre lokalen Bräuche und ihren Gemeinschaftsgeist, was dazu beiträgt, trotz der Herausforderungen der Überbevölkerung ein Gefühl der Einheit zu fördern. Die strategische Lage von Malabon am Fluss und die Nähe zu wichtigen Gewerbegebieten machen die Stadt zu einem wichtigen Handels- und Industriezentrum in der Region. Das bedeutet, dass diese Menschen alle auf einer Fläche von 23.842 Menschen pro Quadratkilometer zusammengepfercht sind. Was, um ehrlich zu sein, eine eher intime und ausgesprochen gemütliche Situation ist. Nummer 15. Mong Kok, Hongkongs überfüllte Ecke. Hier sind wir in Hongkong, diesmal in einem Gebiet, das als Mong Kok bekannt ist. Mong Kok ist das kantonesische Wort für belebte Ecke. Und das könnte tatsächlich die wahnsinnige Bevölkerungsdichte dieses Ortes ein wenig herunterspielen. Als ich sagte, dass Manila der am dichtesten besiedelte Ort der Erde ist, hatte ich anscheinend Mong Kok völlig vergessen. Hier leben schätzungsweise 130.000 Menschen pro Quadratkilometer. Zum Vergleich, in Sydney, Australien, leben 8.000 Menschen pro Quadratkilometer. Und das ist der am dichtesten besiedelte Ort des Landes. In den Vereinigten Staaten hält Washington, D.C., mit etwa 11.000 Menschen pro Quadratmeile den Dichterekord, obwohl wir in einigen anderen US-Städten noch höhere Zahlen sehen werden, da sich diese Dinge sehr schnell ändern und auf viele verschiedene Arten gemessen werden können. Trotzdem gibt Ihnen das wahrscheinlich einen Hinweis darauf, dass dieser Teil von Hongkong verrückt ist. Es ist buchstäblich überall und zu jeder Zeit voll. Die Straßen sind ständig verstopft und die Bürgersteige sind total überfüllt mit Menschen. Es gibt ständige Licht- und Lärmbelästigung und ständige Bauarbeiten. Und es ist nicht einmal eine günstige Option. Die Mieten sind trotz all der Irritationen und Unannehmlichkeiten, die damit verbunden sind, den Raum mit unzähligen anderen Menschen zu teilen, himmelhoch. Dennoch ist die lebendige Atmosphäre und die Bequemlichkeit, im Herzen des Geschäftsviertels von Hongkong zu leben, für viele ein Grund, sich für diesen Wohnort zu entscheiden. Nummer 16. Die Favela Rocinha, eine Stadt in der Stadt. In den großen brasilianischen Städten sind die Favelas dicht besiedelte Gebiete, in denen die ärmsten Bevölkerungsschichten in geschäftigen und oft weniger regulierten Gemeinschaften leben. In Rio de Janeiro sind die Favelas für ihre lebendige, aber oft gefährliche Lebensweise bekannt. Die Favela Rocinha ist eine der Favelas von Rio und zufällig auch die größte. Die Siedlung erstreckt sich über einen steilen Hang weit weg vom Stadtzentrum. Obwohl es sich um ärmere Gebiete mit vielen Menschen handelt, bedeutet das nicht, dass alle Favelas Slums sind. Tatsächlich bietet die Favela Rocinha all die Dinge, die man in jedem Viertel erwarten würde. Es gibt die üblichen Notwendigkeiten wie fließendes Wasser und Strom. Es gibt sogar Schulen, Geschäfte und Apotheken. Das Leben in der Favela ist also in mancher Hinsicht gewöhnlich, in anderer Hinsicht jedoch außergewöhnlich. Dies sind die Orte, an denen die Kreativität und der Ausdruck der Menschen vor Ort sichtbar sind und gefeiert werden. In den Favelas gibt es eine schwindelerregende Vielfalt an Kunst- und Esskultur. Und obwohl sie den Ruf haben, gefährlich zu sein und in mancher Hinsicht gefährlicher sind als andere Teile der Stadt, gehören einige der Favelas auch zu den interessantesten und authentischsten Orten in Rio. Nummer 17. Male Island, das geschäftige Herz der Malediven. Die Republik der Malediven besteht aus einer Kette kleiner Koralleninseln,
insgesamt etwa 1200. Diese Inseln, die als Atolle bezeichnet werden, liegen in Gruppen über 90.000 Quadratkilometer im Indischen Ozean verteilt und sind in der Tat ein sehr geschäftiger Ort. Wenn wir an die Malediven denken, stellen wir uns vielleicht exklusive Urlaubsziele mit wunderschönen Sandstränden und kristallklarem Wasser, kilometerlangen üppigen grünen Landschaften und Luxusresorts vor. Es gibt Teile dieses Landes, die weit von dieser idyllischen Szenerie entfernt sind. Schließlich müssen die Menschen hier auch leben und arbeiten. Für die Einheimischen ist es schließlich kein Urlaub. Auf dieser Insel leben über 200.000 Menschen, die alle auf einer Fläche von etwa 8 Quadratkilometern zusammengepfercht sind. Es gibt also nicht viel Luft zum Atmen an diesem dicht besiedelten Ort. Malay, die Hauptstadt der Malediven, ist nicht nur das politische und wirtschaftliche Zentrum des Landes, sondern auch ein Knotenpunkt kultureller und sozialer Aktivitäten. Die Stadt beherbergt bedeutende Sehenswürdigkeiten wie die Hukuru Miski Moschee aus dem 17. Jahrhundert, die für ihre kunstvollen Korallensteinschnitzereien bekannt ist, und den geschäftigen Mele-Fischmarkt, der ein wichtiger Bestandteil der lokalen Wirtschaft ist. Außerdem ist Mele das Haupttor für Touristen, die die Malediven besuchen, da der internationale Flughafen der Stadt als Haupteinreisepunkt zu den Paradiesinseln dient. Die Infrastruktur der Stadt wurde so ausgebaut, dass sie sowohl den Einwohnern als auch dem Zustrom von Touristen gerecht wird, was sie zu einem dynamischen und facettenreichen Stadtgebiet macht. Die Stadt selbst erstreckt sich über fast die gesamte Insel und beherbergt etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung der Malediven. Die Lebensbedingungen in Mele sind durch eine hohe Bevölkerungsdichte und begrenzten Raum gekennzeichnet, was die Stadtplanung und Entwicklung vor große Herausforderungen stellt. Nummer 19. Manila, eine geschäftige Metropole. Heutzutage ist angeblich Manila auf den Philippinen die am dichtesten besiedelte Stadt der Welt. Wie wir jedoch sehen werden, gibt es viele verschiedene Anwärter auf diesen wenig beneidenswerten Titel. Manila hat eine erstaunliche Einwohnerzahl von 21,3 Millionen Menschen. Das bedeutet, dass es 42.000 Einwohner pro Quadratkilometer gibt. Manila gehört zu den am dichtesten besiedelten und am schnellsten wachsenden Städten in Südostasien. Die Geschichte Manilas macht die Stadt zu einem äußerst wichtigen Ort auf der Welt, da sie lange Zeit als eine der ursprünglichen Weltstädte galt und Teil der frühesten Handelsnetzwerke war, die Asien über den Galeonenhandel mit dem spanischen Amerika verbanden. Diese Handelsrouten waren im Wesentlichen der Grundstein für die globale Welt, wie wir sie heute kennen. Und Manila stand dabei an vorderster Front. Die rasche Urbanisierung und das Wirtschaftswachstum Manilas haben zu erheblichen Herausforderungen geführt. Darunter Überbevölkerung, Verkehrsstaus und unzureichende Infrastruktur. Trotz dieser Probleme ist Manila ein lebendiges kulturelles Zentrum mit einer reichen Geschichte und einer vielfältigen Bevölkerung. Die historischen Sehenswürdigkeiten der Stadt wie Intramuros, die Kathedrale von Manila und der Rizal-Park ziehen Touristen aus aller Welt an. Darüber hinaus ist Manila ein Bildungs- und Gesundheitszentrum auf den Philippinen und beherbergt mehrere renommierte Universitäten und medizinische Einrichtungen. Nummer 20. Mumbai, Indiens. Wirtschaftsmacht. Mumbai, das pulsierende Herz Indiens, ist die Handelshauptstadt des Landes und die am dichtesten besiedelte Stadt des Landes. Seit den 1970er Jahren ist die Einwohnerzahl von 2,9 Millionen im Jahr 1971 auf unglaubliche 9,3 Millionen im Jahr 2011 gestiegen. Dieses explosionsartige Wachstum hat die alternde Infrastruktur der Stadt enorm belastet und zum Entstehen nahegelegener städtischer Gebiete wie Navi Mumbai und Vasai Virar geführt, in denen viele Menschen Zuflucht vor den geschäftigen Enge der Metropole suchen. Mit rund 73.000 Menschen auf einer Quadratmeile gehört Mumbai zu den am dichtesten besiedelten Orten der Welt. Die Stadt ist unbestreitbar von großer wirtschaftlicher Bedeutung, da sie die Bombay Stock Exchange, eine Vielzahl multinationaler Unternehmen und die florierende Bollywood-Filmindustrie beherbergt. Die Stadt ist ein wichtiger Knotenpunkt für Finanzen, Handel und Gewerbe und zieht unzählige Menschen auf der Suche nach Arbeitsplätzen an, was zu einer raschen Urbanisierung sowohl im formellen als auch im informellen Wohnungssektor führt. Dennoch ist der Kontrast zwischen Reichtum und Armut stark. Luxuriöse Hochhäuser stehen neben weitläufigen Slums wie Dharavi, einem der größten Asiens. Dieses dynamische Stadtbild spiegelt die Komplexität des Lebens in Mumbai wider.
einem Ort mit außergewöhnlichen Möglichkeiten und tiefgreifenden Herausforderungen. Wie sieht es in Ihrer Heimatstadt aus? Ist sie so überfüllt wie diese geschäftigen urbanen Zentren? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren unten mit. Und damit endet auch unsere heutige Reise. Es warten noch viele interessante Entdeckungsreisen auf uns. Also abonnieren Sie bitte unseren Newsletter, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn die neuesten Videos veröffentlicht werden. Wir melden uns bald wieder. Auf Wiedersehen.